Man hat dieses Lamm geschlachtet und dann hat man Blut genommen und dieses Blut musste man an diese Türrahmen streichen. Und das war ein Symbol, dass eines Tages jemand sterben wird und wird sein Blut hingeben für deine und meine Sünden. Warum dieses Blut? Weil im Blut ist Leben, im Blut ist Beschützung, im Blut ist Bewahrung. Und wo auch immer dieses Blut gewesen war, ging der Todesgeist vorbei. Das Wort Pesach bedeutet, Gott ist vorbeigezogen. Ob Gott vorbeizieht, liegt alleine in diesem Blut. Und meine Frage ist, wenn Gott uns den Coronavirus einfach ein bisschen zulässt, nicht, dass er von Gott kommt, Gott lässt es zu, und das ist offensichtlich, macht es uns erweckter mit dem Blut von Jesus oder ziehen wir weiter, als wäre nichts gewesen? Das Blut von Jesus Christus, was es macht, es belebt und beschützt uns. Es beschützt uns. Ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen, die hat mein Leben geprägt und es hat auch mit dieser Predigt was zu tun, mit diesem Blut. Und zwar, ich habe eine Geschichte gelesen von einer Person, einer Familie, die wohnte in Kanada. Und die hatten so böse Wölfe, die waren tollwütig und sie hatten in einem Nachbardorf eine ganze Familie ausgelöscht. Die haben ein Kind gebissen und dann sind Leute gestorben. Und als sie das hörten, war eine Panik da. Und der Vater ging aus dem Haus, er nahm Öl und er lief um das Haus rum und machte eine Ölspur um das ganze Haus herum. Und er sagte, dieses Öl ist das Blut von Jesus Christus. Und ich mache einen Kreis um mein Haus, ich beschütze mein Haus und kein böser Geist und kein böser Wolf kann jemals diese Blutslinie überqueren. Und das war ein Statement, wo gemacht hat, das Blut von Jesus Christus beschützt uns. Und am nächsten Morgen, als er rauskam, sah er zwei Wölfe tot am Boden liegen, genau an der Stelle, wo er diesen Kreis gezogen hatte, diese Blutslinie. Mit anderen Worten, wenn du diese Linie überquerst, wirst du sterben. Und ich habe diese Geschichte gehört und habe gemerkt, das ist genau das Gleiche wie beim Pessachessen. Wenn man das markiert mit dem Blut von Jesus, hat der Teufel, haben Krankheiten, haben Umstände, keine Kraft, mein Leben zu tüpfeln. Es ist ein Power im Blut von Jesus Christus. Als ich diese Geschichte gehört habe, wir haben in jeder Wohnung von unserem Haus haben wir die Türen mit Öl geölt. Den Eingang, den Ausgang, jedes Zimmer, jede Türe zu jedem Zimmer haben wir geölt, habe ich markiert mit dem Blut symbolisch von Jesus Christus. Und ich möchte dich motivieren, wo auch immer du bist. Du bist jetzt gerade in einer Quarantäne drin, bist zu Hause, dann geh zu deiner Türrahme und öle es. Und mach ein Statement, sagt Jesus, dieses Haus gehört dir. Über diese Türschwellen kommt kein Dämon, kein unreiner Geist. Ich beschütze das. Geh in jedes Zimmer, öle jede Türe. Du kannst oben Türrahmen machen, kannst sogar oben bei der Türe was reinschreiben. Aber ich möchte dich bitten, markiere jeden Eingang und jeden Ausgang von deiner Wohnung. Das könnte eine Übung sein, die du das machst in den nächsten paar Tagen mit der ganzen Familie, ganz bewusst. Wir segnen es und wir ölen es symbolisch mit dem Blut von Jesus Christus und du wirst ganz, ganz, ganz krasse Wunder in deinem Leben erleben.